Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cry of Fear. Wir haben es jetzt 3.53 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen, beziehungsweise komischerweise bin ich schon ausgeschlafen. Und so dachte ich mir, nutze die Zeit mal einfach, die du noch hast, bis du eigentlich aufstehen musst und machst mal ein paar Let's Play-Teile. Ja, wir hatten ja letztes Mal das Problem mit dem Ruckeln. Ich hoffe, das ist jetzt vorbei. Wenn nicht, dann eilt diese Serie vielleicht das gleiche Schicksal wie die Half-Life-Serie. Was ich wirklich sehr schade finden würde, dieses Spiel finde ich mehr als genial. Was ist das da? Wenn ich weiß, was mit der Half-Life-Serie passiert ist, es hat geruckelt wie Sau, auch nach mehreren Versuchen und. Wow. Ganz, ja, ich wollte nichts tun, ich wollte nur mal, gucken, was du bist. Ja, es hat geruckelt wie Sau, auch nach mehreren Versuchen und dann musste ich das leider abbrechen. Geld für neuen Arbeitsspeicher hatte ich bisher leider noch nicht. Ja, und deswegen ist diese Serie so lange erstmal pausiert. Stirb! Alter! Alter! Boah! Ey, sorry, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Erstmal gleich wieder Morphium rinkloppen war. Beides wieder dual wielden. Ich habe nämlich gar keine richtige Munition mehr, ne? Ich guck noch mal ganz kurz, wie es mit der Munition aussieht. Ein Schuss, kein Schuss. Es sieht nicht gut aus, was die Munition angeht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir da einigermaßen unbeschadet hier durch diese Gänge kommen und wenn wir die Möglichkeit haben, auch den Gegnern ausweichen. Oh Mann, ey. Oh, geil. Yay. Schnell mal nachladen. Okay, ich werde vielleicht. Ja, doch, ich lasse die lieber direkt. Ah, ne, ich sehe ja nichts. Ja, dann muss das Messer raus. Hallo? Okay, keiner da. Hier geht's auch nicht weiter. So. Moment, ich muss mal einmal ganz kurz mir was in den Vordergrund holen. So, da bin ich wieder. Damit ich die Zeit nämlich sehe, wie lange ich schon aufnehme. Du Hund. Tschüss, ich bin weg. Nein. Okay. Ja, komm. Piss dich. So. Ja, das lief jetzt auch nicht so geil irgendwie. Oh Gott. Wehe, du löst dich los. Ah, fuck, ich muss ihn wahrscheinlich töten. Dann nehmen wir lieber die Pistole. Oder? Ich versuch's mal so. Vielleicht. Nein, er ist natürlich nicht tot. Okay, jetzt ist er tot. Wunderbar, hat uns auch nur einmal getroffen. Wir speichern wieder. Oh mein Gott, ey, was war denn in der letzten Folge los, ne? Ich dachte echt, wir spielen Silent Hill. Das sah mir sehr stark nach Silent Hill alles aus. Ach so, ich habe vergessen nach. Ne, habe ich schon gemacht. Ich nehme lieber die Pistole, die ist mir irgendwie sicherer. Da fühle ich mich etwas sicherer mit. Rein da. So. Kann ich die Gegner vielleicht auch ein bisschen auf Distanz halten? Doch kaputt. So. Nochmal. Pistole mit der Taschenlampe. So. Okay, wir sind durch dieses oder an diesem komischen Menschen. Flalala. Wow, Meister, nicht so sch.
Wow, wow, wow. Wo kam der dritte denn auf einmal her? Alter Verwalter. Das hat mich ein wenig überrascht. Was ist los? Guck mal, ich mach nix. Und wenn ich jetzt mit der Hand zur Maus gehe... So, jetzt wieder. Ja. Genau, wie ja schon gesagt. Hier kann ich eigentlich so reingehen. Ich glaube, ich nehme für das, was jetzt kommt, doch lieber die Schrotflinte. Da brauche ich nicht ganz so genau sein. Und mache auch mehr Schaden. Glocke, oder? So. Warum geht das jetzt nicht kaputt? Jetzt, wunderbar. Schrotflinte. Da ist er. Hi. Okay, da hinten sehe ich noch einen. Den kriege ich vielleicht von hier aus weg. Na, ich versuch's lieber nicht daran. So. Jetzt habe ich schon wieder kaum noch Munition. Das läuft doch wie am Schnürchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi, Meister. Ich gehe nochmal ganz kurz speichern, nachdem wir das hier jetzt geschafft haben. Ich bin so ein zwanghafter Speicherer, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt. Speichern immer und möglichst oft. Vor allem bei solchen Spielen. Entschuldigt. So. Kann ich hier rüberspringen? Nee, natürlich nicht. Ist ja realistisch, das Spiel. Mann, ich muss mich schon wieder heilen. Das geht mir jetzt schon wieder ein bisschen auf den SACK, ne? So. Okay. Also diese Typen kann man anscheinend ganz gut von der Seite abmuxen. Da können die anscheinend nicht viel gegen machen. Die sind ja auch festgebunden an der Wand. Von Tentakeln. Komm her. Au. Stirb doch endlich. Ach, Mann, ey. Okay, ich dachte, ich hätte gerade was gehört. War wohl doch nicht so. Ach nee, nicht so einer. Ein Froschmensch. Ey! Alter! Das lief er jetzt. Eher bescheuert. Ja, ich hab's kommen sehen. Ich habe es kommen sehen. Dieses Safe Game macht mich immer noch fertig, ne? Immer noch. Okay, was haben wir noch alles an Munition? Hier sind wir noch einigermaßen vernünftig ausgestattet mit Munition. Das finde ich äußerst erfreulich. An ihm kommen wir bestimmt auch irgendwie vorbei. Ohne getroffen zu werden. Ha! Jetzt kannst du nichts tun! Unhold. So, tot.
Okay, jetzt kommt gleich der eine Typ von hier unten. Den können wir auch mit dem Messer erledigen. Ah, verdammt, verdammt. Ah, schon wieder. Oh, Alter, bin ich schlecht. Das ist ja unglaublich. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Was haben wir denn noch? Was haben wir in der Schrotflinte noch an Munition? Ah, stimmt, wir haben ja gerade Schrotflintenmunition gefunden. So, dann kümmern wir uns erstmal um das Viech hier oben wieder. Einmal rüber ausgewichen. Ihn schnell erstochen. Und dann kommt nämlich der Werte her hier unten. Oh Gott, Schluck auf. Ja, geil, jetzt habe ich natürlich einen Schuss zu viel draufgeballert, was total unnötig ist, war, wie auch immer. Aber wir haben ja noch die Schrotflinte, mit der wir jetzt diese beiden Kreaturen des Wassers vernichten können. Ja, komm her, komm her, komm her. Dum, 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 dum. Ja, ist klar, Digga, ist klar. So, das war's mit der Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob das jetzt die cleverste Entscheidung war, aber ich nehme die jetzt einfach mal super clever und genial hin. Weil die Entscheidung habe ich ja auch getroffen. So. Was wartet denn hier auf uns? Ein Safe Game. Sag mal, die passen aber heute alle richtig gut, die Safe Games. Also, denn Zeit hätten wir rein theoretisch jetzt noch eine Minute knapp. 2 Minuten. Aber weil wir jetzt gerade so einen komfortablen Safe Spot haben, mache ich hier jetzt mal Schluss und bedanke mich, dass ihr euch den 10. Teil von Cry 4 reingezogen habt und mich ertragen habt. Ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.